Das folgende Video enthält einige Spoiler aus dem Film. Wenn du dir die Spannung nicht versauen willst, dann schau dir das Video trotzdem an, weil ich die Watchtime brauche. Auch noch eine Warnung, es wird ziemlich philosophisch. Vor kurzem erschien der Film Vivarium aus dem Jahre 2019 auf Netflix. Ein Psycho-Horror mit einer sehr interessanten Handlung. Im Film geht es darum, dass ein junges Paar ein Haus kaufen möchte und dabei von einem Makler sozusagen in eine Falle gelockt wird. Sie schauen sich das Haus an und plötzlich verschwindet der Makler. Das Paar will weg, doch es geht nicht. Sie sind gefangen in diesem Haus und in dieser Gegend. Sie wissen nicht, was das alles soll und zusätzlich wird ihnen irgendwann ein Kind in einem Karton vor die Tür gesetzt, das sie großziehen sollen, um freigelassen zu werden. Irgendwie ist es aber kein normales Kind. Es wächst ziemlich schnell und ist extrem seltsam. Es passieren ziemlich kranke Sachen und egal was die beiden versuchen, sie kommen dann nicht raus und sterben dort. Der ganze Film ist voll bepackt mit Metaphern und Symbolen. Und grob kann man sagen, dass es darum geht, wie junge Menschen in ein eintöniges Leben stürzen und dann nicht mehr herauskommen. Häuser, die nicht abbezahlt werden, sinnlose Jobs, die einen nicht glücklich machen, aufkommende Depressionen, die den sich immer wiederholenden Alltagsmustern geschuldet sind. Ein zentraler Aspekt ist hierbei offensichtlich auch die Erziehung des Kindes. Neben der Tatsache, dass das Kind sichtbar ungewöhnliche Verhaltensmuster aufzeigt und schneller wächst als ein normales Kind, wird durch die Erziehung des Kindes das Leben der beiden auch deutlich erschwert. Hier sind die Metaphern ziemlich deutlich. Zunächst mal die Sache, dass das Kind so schnell wächst, ist ein allseits bekanntes Gefühl, welches Eltern beschreiben, wenn sie von ihren Kindern erzählen. Ansonsten sind es ja typische Sachen, auf die Eltern stoßen bei der Erziehung, wie das Rumgeschrei eines Kindes, wenn es etwas haben will, oder dass es vor dem Fernseher sitzt mit diesen komischen hieroglyphartigen Mustern, was ja bedeuten soll, dass sich Kinder den größten Quatsch anschauen, was die Eltern ja gar nicht heutzutage checken. Und sehr offensichtlich ist auch die Tatsache, dass das Kind alles nachplappert, was es von den Eltern aufschnappt und ihn auch sonst ständig nachmacht, seien es auch nur einfache Gesten. Vor allem dieser Punkt ist sehr ausschlaggebend dafür, wie der gesamte Verlauf von Vivarium und der damit verbundene Teufelskreis, auf den der Film am Ende ja andeutet, durchbrochen werden könnte. Wie könnte also so eine Fortsetzung aussehen? Der Fokus des Filmes liegt natürlich nicht darauf zu schauen, wie man diesen Teufelskreis bricht. Es stehen ja einfach eher die Dinge wie das eintönige Familienleben oder die problematische Kindererziehung und so weiter im Mittelpunkt. Doch genau hier könnte man schauen, wie man durch einen logischen Twist in der Handlung das Ganze zu einem anderen Ergebnis führen könnte. Wie bereits erwähnt, wird im Film klar gezeigt, dass das Kind den Eltern sehr vieles nachplappert und nachmacht, was diese untereinander so tun oder sagen. Mama, please, just let me do this, okay? This is something I can do. Just please, Gemma, let me do this. Und neben den ganzen Streitereien wird das Kind selbst ja auch nicht mit besonders viel Liebe behandelt. Und auch wenn das übertrieben klischeehaft klingt, aber genau das hat doch hier irgendwo gefehlt, und zwar die Liebe. Um genauer zu sein, ein Kind braucht ja nicht nur etwas zu essen und zu trinken, damit es überleben kann. Das dachten sich die beiden im Film wahrscheinlich und ganz ehrlich, so würden sicherlich auch die meisten denken, wenn sie so ein monsterähnliches Kind erziehen würden. Aber bei so einer Erziehung geht es ja um mehr. Kindererziehung ist ja eben das. Ein monsterähnliches Wesen, was man erzieht, ihm seine ganze Energie spendet, sich seinen Rücken bricht und Nächte durchmacht, um ihm das zu geben, was es braucht. Es scheißt und pinkelt dich an, schreit dich an und wenn es älter wird, macht es noch komischere Sachen, wie zum Beispiel TikTok-Tänze. Aber dennoch braucht das Kind eine gewisse Art der Zuneigung, weil es ja selbst nicht weiß, was diese Welt von ihm will. In einer Szene quengelt das Kind mal wieder sehr extrem und die Mutter, die ja nicht wirklich die Mutter ist, fragt verzweifelt, was das Kind denn nun will. So geht es ja nun mal Eltern bei weinenden Kindern, die sich nicht anders als mit Weinen ausdrücken können. So eine Sache bringt einen manchmal als Eltern zur Verzweiflung. Doch die Antwort ist genauso philosophisch wie einfach. Es braucht Liebe. Und genau darauf will ich im Endeffekt hinaus. Das Kind wächst ja fast komplett ohne jegliche Art der Zuneigung auf. Es hat ja noch nicht mal einen Namen. Fast täglich erklärt ihm die Frau, dass es nicht seine beschissene Mutter sei. Und der Vater ist ständig am Graben nach scheinbar nichts, außer dem Tod vielleicht, und hat sogar noch viel weniger Bezug zu dem Kind. Zudem wird dieser ihm auch noch gewalttätig gegenüber und will ihn im Auto einsperren und verhungern lassen. Das sind eben all die Emotionen und Werte, welche sich das Kind aneignet und im späteren Verlauf, also als es älter wird, gewissermaßen zurückgibt. Es wird den Eltern gegenüber sehr kalt und empfindet keinerlei Empathie für die beiden. Das ist halt nur so ein Gedanke. Und diesem Gedanken steht ja auch gegenüber, dass die Mutter schon auf eine gewisse Weise versucht hat, zu dem Kind durchzudringen und auch ihm gegenüber nicht völlig emotionslos zu sein schien. Vor allem als Tom versucht hat, ihm sein Ende zu bringen, war sie ja dagegen. Wirklich rentiert hat es sich letztlich nicht. Aber vielleicht reicht es eben nicht aus, ein Kind nicht verhungern zu lassen. Sie hat ja das Kind zudem nicht wirklich als menschliches Wesen gesehen, sondern eher als Rätsel, das sie lösen muss. Das ist in dieser gegebenen Situation natürlich nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist ein Kind mit seinem Verhalten gewissermaßen immer ein Rätsel. Es tut die absurdesten Dinge, Dinge, die man als Eltern oft nicht versteht. Es wird vielleicht respektlos, hat schlechte Freunde, benimmt sich komisch und rebelliert oft sogar gegen die eigenen Eltern. Aber dennoch sperrt man es ja nicht im Auto ein und lässt es verhungern. Trotz all dieser Umstände ist man ja gezwungen oder dazu verpflichtet, dem Kind seine Liebe zu schenken. Darüber hinaus
hinaus gehört es in der Erziehung ja auch dazu, dem Kind Regeln und Grenzen aufzuzeigen. In einer Szene sitzt das Kind nachts vor dem Fernseher und die Mutter versucht, ihn davon abzuhalten. Als es wieder quengelig wird und sie wieder auf sehr starken Widerstand stößt, sagt die Mutter irgendwann, meinetwegen. Der Film zeigt, dass dieses inkonsequente und gleichgültige Verhalten sich in das Verhalten des Kindes eines Tages widerspiegelt, indem es zeigt, dass das die letzten Worte sind, die der Junge zu der Mutter sagt, bevor er den Sack verschließt, in dem sie sterben soll. Auch wenn dieses Liebegeräte einen pseudophilosophischen Charakter hat und in der Realität wenig bis gar keine Aussagekraft hat, meine ich damit einfach den Versuch, einen anderen Ansatz in dieser Situation zu wählen. Es schien, als ob die beiden sich gar keinen Plan gemacht haben, wie sie diese Situation nun meistern sollen. Die beiden haben sich kaum Gedanken gemacht, wie sie dieses Rätsel, wenn es denn wirklich ein Rätsel war, lösen sollen. Erst gegen Ende fanden die beiden außerdem wieder einigermaßen zueinander und tauschten ein paar liebe Worte aus. Doch da schien alles schon zu spät zu sein. Der Mann, der den Vater darstellen soll, ist schon krank und am Sterben. Ein Zeichen vielleicht dafür, dass er sich sein ganzes Leben mit einer sinnlosen Arbeit beschäftigt hat und wortwörtlich eben sein eigenes Grab am Ende geschaufelt hat. Die Tatsache, dass er irgendwann auf ein menschliches Skelett trifft, zeigt, dass das Ganze ein typischer Kreislauf des Lebens ist, in dem sich Menschen zu Tode arbeiten, ohne sich einmal wirklich Gedanken über den Sinn und Zweck der Beschäftigung zu machen. Dass sie einer Arbeit nachgehen, nur um dem privaten Alltag zu entfliehen. Genauso trifft es auch auf die Mutter bzw. die Frauenrolle zu, dass sie tagtäglich mit der Erziehung des Kindes beschäftigt ist und dabei kaum Zeit für sich selbst findet, dass sie depressiv wird und sich bei der Erziehung des Kindes selbst verliert. Doch genau das sind die Herausforderungen im Leben. Vor allem, wenn man im Begriff ist, eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen, das Leben nun irgendwie zu meistern und dabei sogar auch noch Kinder zu erziehen. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, für das Kind mit gutem Beispiel voranzugehen, eine gesunde Beziehung zwischen den Eltern mit entsprechend gesunder Kommunikation, sind doch die Fundamente für ein intaktes Leben mit Beruf und Familie. Und alleine daran gehen sicher nicht wenige Menschen zugrunde. Also um nochmal zurückzukehren zur eigentlichen Thematik des Videos. Ich denke, der Knackpunkt liegt ganz bestimmt darin, das Kind richtig zu erziehen. Um darauf zu kommen, muss man natürlich kein Genie sein, weil das im Film ja auch klar erwähnt wird. Aber das Wie spielt hier eine sehr große Rolle. Und zwar mit Liebe, mit Zuneigung, mit einer konsequenten und geduldigen Haltung. Allein dies könnte den gesamten Verlauf, und um jetzt mal wieder ein bisschen philosophisch zu werden, das gesamte Leben ja im Allgemeinen in eine andere Richtung lenken. Es ist immer leichter gesagt als getan, denn dazu gehört auch ein richtiger Plan, gelungene Zusammenarbeit zwischen den Eltern. Außerdem gehört es auch dazu, egal ob als Mutter oder Vater, sich Ausgleich im Leben zu verschaffen, um auch mit genug Energie und Lebenslust dem Kind zu begegnen. Neben der Erziehung gilt es auch, sich mal genau Gedanken zu machen, was einen als Mensch wirklich glücklich macht. Auch das ist natürlich keine einfache Sache. Aber ein Grundsatz, den man dabei vielleicht verfolgen könnte, ist es, seine Arbeit oder welche Natur die Beschäftigung auch immer hat, so zu gestalten, dass man als Mensch nicht gerade dabei ist, sein eigenes Grab zu schaufeln. Ein wenig den Sinn und Zweck der Beschäftigung, des allgemeinen Daseins zu hinterfragen und zu schauen, wohin dieser Weg führt, den man im Leben einschlägt. Und auch wenn all diese Dinge nicht gegeben sind, was sicherlich im wahren Leben nicht selten vorkommt und es genau deshalb im Leben scheitert. Und auch wenn der Film eben diese Message in gewisser Weise ausdrückt, so könnte ein anderer Ansatz in einer Fortsetzung verfolgt werden, nämlich einer, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Naja, das war jetzt sehr viel Philosophie, aber der Film hat mich sehr interessiert. Es war im Allgemeinen ein sehr guter Film, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Schaut ihn euch auf jeden Fall an mit dem Video, abonniert den Kanal und ciao.